5? So 6 bis 7. Vielleicht das 7. Das ist die Regelblutung. Die monatliche Blutung bei der Frau, das heisst eigentlich ein Teil von dem Zyklus, halt, wo die Gebärmutter, Schleimhaut, dann eigentlich rausgespielt wird, ungefähr. Es ist ja monatlich so, dass bei der Frau Eizelle springt. Die geht natürlich runter in die Gebärmutter und nistet sich dort ein. So in der Schleimhaut drin, für dass wenn natürlich eine männliche Spermienzelle kommt, dass sie dann befruchten kann und nachher in einem nährhaften Gebiet ist. Das wird eigentlich monatlich passiert. Das. Und wenn die Befruchtung nicht stattgefunden hat, dann wird das halt wie gesagt, dass nichts dort ist, wo sich einnisten kann. Und nachher wird halt, damit eigentlich nachher der neue Zyklus kann anfangen kann. Ich weiß das nicht genau wieso. Ich glaube, das ist sehr personenabhängig, aber ich glaube, man sagt so 5 bis 7 Tage etwa. Ja, das ist, glaube ich, von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber ich würde schätzen, so, ja, ein bisschen weniger wie Woche, also 5-6 Tage. Eigentlich mit dem Anfang der Pubertät, es wird so um die 10 sein, denke ich. 13, 14? Zwischen 12 und 14. Ja, ich bin mir jetzt halt nicht sicher, was wie der Anfang des Zyklus ist, aber wahrscheinlich schon nicht immer gleich. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ist. Ja, am Anfang ist es weniger und nachher wird es halt mehr und dann nimmt es wieder ab. Also ich denke, dass in der Mitte sie eigentlich am meisten verliert.